Hi. Wie versprochen, hier ist der zweite Teil des Videos von What the Golf. Wenn ihr den ersten Teil sehen wollt, beziehungsweise alle anderen Folgen sehen wollt, schaut in der Videobeschreibung, da ist die Playlist verlinkt. Oder geht auf den Kanal und schaut nach dem Video, was da vorkommt, weil das Video habe ich ja in zwei Teile geschnitten. Aber ist ja auch jetzt egal. Viel Spaß mit dieser Folge. Los geht's. Okay, wir haben hier irgendwie eine Umkleidekabine und da haben wir Sport. Okay. Dann gehen wir jetzt doch erstmal hier uns einen Kaffee holen oder einen Hotdog oder so. Hallo. Nix. Ach, hier können wir Bowling spielen. Ach, aber erstmal hier rein. Okay, da kommen wir nicht rein. Müssen wir hier bowlen? Alle 12 und so? Cool. Oh nein. Komm, schmeiß drüber. Komm, schmeiß drüber. Nein, nicht nach hinten. Das sieht ja fast aus, als würde ich bowlen gehen. Warte mal, kann man das da vorne nicht? so voll machen mit Bowlingkugeln, dass er da einfach drüber fliegt? Also bei wie Bowling bin ich besser. Aber hier, naja. Okay, natürlich. Was habe ich denn auch anderes erwartet als... Ich schieße einfach mit einer Bombe. Kann ich mich selbst in die Luft jagen? Komm schon. Ich will mich selbst in die Luft jagen. Komm, noch mehr und noch mehr und noch. Einfach ganz viele schießen. Nein! Komm, jetzt aber endlich. Und die arme Katze. Oh, nicht alle umgeworfen. So, jetzt aber guck mal, perfektes Bowling. Und nochmal und nochmal. In alle Richtungen eine Bombe. Da stehen noch zwei Pins. Das sehe ich. Die sollten da nicht stehen. Zack. Gut getroffen. Bin ich denn hier eigentlich? Ach, ich kann da auch dran vorbei. Oh. Ist das wie irgendwas? Nur mit Cowboyhut oder was? Interessant. Das macht ja schon Spaß. Upsala. Mit Frisbee. Wie Frisbee. Oder wie Frisbee-Golf? Frisbee-Golf ist das. Oh. Jetzt Fliegteppich. Flieg. Interessant, was man hier, was die sich so alles einfallen lassen. Es wird immer abstruser. Oh nein, nein. Aber wer rollt denn auch seinen Teppich so komisch auf? Entweder ganz oder gar nicht. So. Aber was hat das mit Bowling zu tun? So überhaupt nichts. Oder? Ja, komm. Alle weg. Alle Neune. Strange, strange. Wetten, ich werfe jetzt wieder. Ich habe jetzt gedacht, ich werfe jetzt ihn. Hä? Jetzt einfach durch die Wand durch. Oder über die Wand? Okay. Die Wand geht nicht kaputt. Oh doch, sie geht kaputt. Bam. Komm nochmal durch. Und nochmal. Oder einfach drüber. Geht auch. Also ich bin ein echter Bowling-Profi scheinbar. Schön, jetzt haben wir zwar die ganzen Kronen noch nicht geholt. Aber was ist denn das hier? Golf Nemo
Nummer 32. Manchmal spielst du Golf und manchmal spielt Golf dich. Aha, sehr interessant. Ja. Kann ich hier denn auch dran vorbei? Ach, ich bin jetzt wirklich da hinten rum, aber ja, ich sollte das jetzt nochmal machen, oder was? Der hat einfach einen Käfig auf dem Hut. Warum? Okay. Okay, das habe ich nicht geschafft, aber das wirkt recht einfach. Ich muss einfach nur den zweiten nicht verkacken. Oder den dritten. Dann schafft man das. Easy. Und jetzt hole ich mir noch die Krone. 4 Schläge. Oh Gott. Das könnte schwierig werden. Immer schön ausrollen lassen. Und das klappt nicht. Er liegt nämlich falsch, oder? Nein, ich hab... Oh, Ich dachte schon, das wird definitiv nichts. Aber es wurde was ist mein Ziel? Als Kuh alle umwerfen? Ja, genau. Ich fände es auch irgendwie lustig, wenn die Kuh normal laufen könnte. Aber so ist auch in Ordnung. Nein! Ich bin und hab's nicht mehr geschafft. Aber wahrscheinlich, weil das auf der Karte liegen geblieben ist. Aber guck mal, das ist so einfach und so simpel und es macht so viel Spaß. Warum kann ich jedes Level so viel Spaß machen? Dass alle Fässer explodieren. Okay. Das ist ja nicht allzu schwer. Denkt man sich und dann kommt ein Gschieder her, der es ganz schwer macht. So. Warte mal, da vorne ist doch die Mega-Explosion des Jahres, oder? Wenn ich da treffe. Komm. Ja, jetzt aber. Duck, 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 duck. Bam, alle weg. Easy. So, und jetzt holen wir uns noch die eine Krone. Dann sind wir der King of Golf. Stand da gerade ein oder weniger? Ein oder weniger? Wie soll man denn weniger? Warte mal, steht das da wirklich? Schließe mit ein oder weniger Würfen ab. Wie soll das denn gehen? Wir holen uns jetzt einfach die Krone. Ne? Okay. Wir sollen jetzt den Kingpin umschmeißen und haben so viele, wie wir wollen. Aber zwei Kugeln. Und beide haben es nicht geschafft. Einfach. Nein! Das sind Golfschläger. Das sind gar keine Handschuhe. Ich dachte, das sind schwarze Handschuhe oder so. Oh, das war aber knapp. Wann? Da brauchen wir doch einfach nur Glück, oder? Oder gibt es da ein perfektes Timing? Also das natürlich nicht, sondern vorwärts. Komm schon. Perfekt durch. Also, was für Timing. Ich mache das einfach so. Aus Versehen. Schön. Jetzt haben wir fast zwei Bereiche schon abgeschlossen. Oder wie, was kommt da noch? Da ist nur noch ein Level. Ja, komm. Was soll's? Nein, 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 nein. Komm, Kugel, komm. Es kann doch nicht so schwer sein. Ich habe so viele Kugeln gehabt am Anfang.
Und hab jetzt... Oh, ich mach's mir auch manchmal echt schwer. Ich konzentriere mich nur auf eine Kugel. Dann muss ich mir es nicht ganz so schwer machen, das Leben. Wo ist die Kugel hin? Die Kugel ist einfach mal weg. Oder ist die sogar zerfetzt? Man weiß es nicht. Man wird es wahrscheinlich auch nie herausfinden. Ich mache das jetzt aber alles mal schön entspannt. Und es klappt. Schön. Oh nein, ich wollte doch die Krone. Noch 4 Bälle ein. Nein! Einer hat gefehlt. Einer. Ja. Ging auch. Ging auch ganz einfach. 4 Schläge. Eine Kugel. Komm. Nein, natürlich nicht. Oh! Wie hat sie das überlebt? Ich dachte schon, die ist weg. Natürlich schaffe ich das jetzt nicht, oder? Komm, roll noch. Roll, ja. Das wär schon schön gewesen. 2000 Jahre später. Ach ja. Warum gibt's nicht... Warum kann's nicht immer einfach sein? So. Ja, schon wieder dieser Stein. Ohne den... hätte ich, glaube ich, gar keine Probleme. Aber eigentlich hat er mir gerade das Leben gerettet. Schön! Ich hab's einfach. Dann abends... Hallo? Okay, ich dachte, da kann ich dran vorbei. Aber scheinbar nicht. Komm, ich will jetzt noch meine Belohnung, damit auch die Folge ein positives Ende haben kann. Wie bitte, was? Da fehlt noch was? Noch ein Level? Und die Kuh hat mir... Okay. Komm. Es wird jetzt halt eine extrem lange Folge. Aber es wird, wie man wieder sieht, komplett abgespaced. Zum Geier geht hier ab. Was zum... Da muss man erstmal auf sein Leben klarkommen. Und jetzt fliege ich da mit einem Fass durch die Gegend und versuche diese Kegel zu treffen, was sich schwieriger gestaltet, als man glauben mag. Darf ich denn Bäume berühren? Ich glaube nicht. Ich will es nicht ausprobieren. Was war das? Wo war ich da? Gelandet. Okay. Easy. Das, warum habe ich mir da vorhin so viel Stress gemacht? Das wird nie im Leben funktionieren. Ah! Das Steuern von dieser... Das ist ja der blanke Horror. Wenn man einmal eine verpasst, kann man es eigentlich direkt vergessen. Das ist der blanke Horror. Wo ist denn meine Maus? Ich glaube, dieses Level werde ich nicht abschließen. Zumindest nicht jetzt. Komm schon. Ein Ding hat noch gestanden. Okay. So,
so viel zu. Ich werde dieses Level nicht abschließen und ich habe es geschafft. Beim vierten Versuch? Dritten Versuch? Ich weiß es nicht mehr. Aber ich hole mir jetzt meine Belohnung. Hallo Kuh. Na du? Wie geht's dir so? Hoffentlich besser als mir. Erstmal meine Belohnung. Erstmal meine Belohnung, dass ich wirklich alle Kronen gesammelt habe. Hier gibt's wieder 3 Belohnungen. Aber hier sind nur 2 Level. Also muss es irgendwo was... Ah, warte mal. Ah, nee, das muss da hinten sein. Ah, das wissen wir nicht. Aber gut, das machen wir dann in der nächsten Folge. Jetzt haut erstmal rein. War sehr viel Input für heute. Und noch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Cheerio!